Ja Leute, willkommen bei meinem neues Video. In diesem Video wollte ich kurz mit euch wieder mal reden, haben wir lange nicht mehr gemacht. Also wir haben zuletzt vor wie lang gemacht? Wahrscheinlich vor 6 Monaten oder so gemacht, mein letztes Redevideo. Ja Leute, ich zünde hier ein Kerze. Das Gespräch soll ja hier gut enden. Darum zünden wir hier ein Kerze mit euch zusammen, dass wir reden können. Einmal hier. So Leute, der Kerze brennt. Ich lasse den einfach hier. Ja Leute, und zwar will ich mit euch ein paar Themen ansprechen und so. Ich habe aber eigentlich nicht überlegt, was für Themen ich ansprechen würde, aber ich spreche mal einfach irgendwelche Themen an. Und zwar Leute, Birant, also diesen Kanal, Birant 66, den Zukunft und so, wollte ich euch erstmal hier festmachen in diesem Video. Ja Leute, Birant 66 wird für immer geben, also ich werde auch für immer Videos hier hochladen. Abonniert gerne das Kanal, liked das Video, teilt das Video mit euren Freunden. Ich weiß Leute, ich bin nicht professionell bei meinen Videos zu bearbeiten. Ich arbeite daran noch, meine Videos gescheit zu bearbeiten. Aber Leute, es ist schon schwer, Videos zu bearbeiten. Also ich weiß jetzt nicht, gucken mich andere YouTuber an. Ich weiß auf jeden Fall, dass mich 2 YouTuber schon angucken. Ein Groß-YouTuber und ein Klein-YouTuber gucken mich an. Und ja. Leute, und zwar, Birant 66 wird eine Zukunft haben. Also ich werde hier regelmäßige Videos hochladen. In der Zukunft, was ich zusammen mit euch geschafft habe, was ich ohne euch geschafft habe. Ja, also, weil ihr wisst ja, ich habe noch einen zweiten Kanal, der heißt BTG Musik. Und da lade ich halt Songs hoch, mit Copyright, ohne Copyright. Das heißt hier erlaubte Songs und nicht erlaubte Songs lade ich noch hoch für euch und auch für mich. Mit der Kanal kann ich bald auch finanziell frei leben. Also mit Birant 66 noch nicht, aber mit BTG Musik kann ich bald. Aber mittlerweile läuft BTG Musik auch nicht mehr so gut. Weil früher habe ich bei BTG Musik pro Video über 2.000, 3.000, 4.000 bis zu 100.000, 200.000 Aufrufe gemacht. Könnt gerne selber abchecken, die unteren Videos. Mittlerweile mache ich aber halt nur 20 Aufrufe, 10 Aufrufe bei BTG Musik. Ich weiß auch nicht, was los ist gerade bei BTG Musik. Aber ja, wird auch irgendwann laufen. Also BTG Musik ist irgendwie bei mir immer so gewesen. Das hat ein bisschen gut funktioniert und danach hat es wieder aufgehört und wieder gut funktioniert. Aber egal, unser Thema ist jetzt nicht BTG Musik. Unser Thema ist jetzt eigentlich Birant 66 und die Zukunft. Und ich will euch ein bisschen auch sagen, dass ihr auch mit YouTube anfangen sollt, könnt. Ich wollte ein bisschen Tipps sagen, wie ihr mit YouTube anfängt. Ich bin ja selber jetzt noch nicht so große YouTuber, jetzt auch kein professioneller YouTuber. Aber ich sag jetzt meine Meinung. Vielleicht wird meine Meinung euch hier helfen, weil es ist ja immer unterschiedlich. Und zwar Leute, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, egal was die Hater sagen, ihr wird ausgelacht. Ihr wird auch ausgelacht, wenn ihr 1 Million Abonnenten habt. Hater gibt es immer. Auch bei 1 Million Abonnenten, auch bei 2 Millionen Abonnenten, auch bei 4 Millionen, auch bei 10 Millionen. Hater gibt es leider immer, wird auch immer geben. Auch, wird auch immer im Privatleben geben. Das hat auch nichts mit YouTube zu tun. Es wird auch immer Privatleben geben. Das wird halt immer geben. Weil Hater ist heutzutage ja was Normales geworden, was scheiße ist eigentlich. Zum Beispiel mich interessiert Hater nicht mehr. Die können gerne Kommentar geben. Dann wird mein Videos mehr vorgeschlagen, weil ihr wisst ja, bei YouTube umso mehr Kommentare, umso mehr wird das Video vorgeschlagen. Also mich wird es jetzt nicht interessieren, wenn ihr hier mit Hate-Kommentare ballert. Aber mittlerweile habe ich bis jetzt noch keinen Hate-Kommentar bekommen. Darauf bin ich schon stolz. Eigentlich kann ich offen und ehrlich sagen. Ja Leute, das Video wird auch hier nicht bearbeitet. Also ich werde den wahrscheinlich so hochladen, wie es so ist. Vielleicht Musik als Hintergrund ballern, aber sonst ja, werde ich so lassen.
Und zwar die Tipps, Leute. Und zwar, ich habe hier auch Tipps. Mit YouTube. Ihr werdet wahrscheinlich anfangen zu lachen. Aber auch nicht. Keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Ist ja euer Leben. Ist mein Leben. So, Leute. Ziele setzen. Ist das Wichtigste, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt. Aber Ziele, aber nicht kleine Ziele. Ihr wisst ja mittlerweile, mit YouTube kann man 4-5-stellig gewinnen. Also Umsatz machen, Gewinn machen. Auch, ja, ich sag mal, bei YouTube kann man echt gutes Geld verdienen, wenn man echt offen und ehrlich ist. Es gibt auch YouTuber, die viel Geld machen. Es gibt YouTuber, die für Hobbys machen. Ich bin euch ehrlich, Leute, ich mach's für Hobby. Hobbymäßig. Weil Geldprobleme habe ich nicht. Mein Vater arbeitet, mein Vater bringt genug Geld nach Hause mit. Also ich muss jetzt nicht mit YouTube anfangen für Geld oder so. Darauf bin ich ja stolz, auf meine Eltern und so. Aber ich fange mit YouTube an, weil mir es Spaß macht, vor der Kamera zu sprechen, mit euch zu sprechen, euch Tipps zu sagen, zeigen, euch mein Leben zu zeigen. Und hier... ich hab gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte was... Achso, ja, die Ziele wollte ich sagen. So Leute, ich habe mir jetzt den Ziel eingesetzt, und zwar mit YouTube bis 2030. Will nicht übertreiben, aber 100.000 oder 200.000 Abonnenten zu knacken und ein Range Rover oder wie man das Auto nennt. Das ist ja mein Traumauto, aber ich kann es nicht so gut aussprechen, aber ihr könnt ja verbessern. In der Kommentare könnt ihr ja verbessern. Range Rover oder Range Rover. Es sind ja zwei unterschiedliche Modelle. Eins ist der luxuriöse Modell und eins ist der untere Modell. Wenn ihr nicht glaubt, könnt ihr auch googeln. Ich möchte die neueste Modell von Range Rover. Also ich weiß gerade nicht, wie das genau heißt, aber ihr wisst ja, es gibt ja diese eine ganz neue Modell. Der heißt auch irgendwas mit Range Rover Lux Modell oder so, nennt man den auch. Unter Deutschen, ja, nennt man den so. Der ist ja vor kurzem erst rausgekommen. Also mein Ziel ist, bis 2030 so viele Abonnenten zu knacken und dieses Auto zu kaufen. Und ja, ich bin mittlerweile 17 Jahre alt, also ich würde wahrscheinlich meinen Führerschein jetzt bald anfangen. Und ja, halt, bis mein Führerschein fertig habe, will ich mir gerne dieses Auto auch kaufen. Wer mir gönnt, ich gönne euch das Zehnfache, Leute, ich bin euch ehrlich und offen. Wer mir das gönnt, gönne ich euch zurück. Zehnfache. Oder 20, 30, 40-fache oder 100-fache sogar gönne ich euch. Aber ja, ich rate euch, wenn ihr mit YouTube anfängt, Ziele einzusetzen. Also ihr müsst jetzt kein Autoziel haben, ihr könnt auch ein Hausziel haben, auch unterschiedliche Ziele haben. Aber ihr müsst diese Ziele haben, um mit YouTube durchzuziehen. Wenn ihr keine Ziele habt und mit Videos anfängt und eure Videos funktionieren nicht so gut, dann wird ihr nach ein paar Tagen, Monate, glaubt mir, wird ihr ein paar Monaten später sagen, ich höre auf mit YouTube, läuft nicht, funktioniert nicht. Ja, Leute, in ein paar Monaten wird auch nicht laufen. Weil YouTuber, diese Groß-YouTuber, die gerade 1, 2, 3, 4, 5 Millionen Abonnenten haben, die machen ja YouTube seit 5, 6 Jahren, wisst ihr? Ich mache jetzt diese Biran 66, glaube ich, seit 1 oder 2 Jahren. Mit Vlogs habe ich angefangen und mache immer noch Vlogs. So kleine Sprechvideos wie hier, so unterschiedliche Sachen halt mache ich. Und eigentlich hatte ich nicht vor, dieses Video heute zu drehen. Eigentlich wollte ich das Video erst bei 2.000, 3.000 Abonnenten drehen, aber ich drehe den jetzt, weil ich euch ein bisschen von meinem Leben kurz was sagen will, erzählen will. Das Video geht ja jetzt seit 9 Minuten lang. Auch. Ja, Leute, und zwar, ich will gerne mit Vlog auch durchstarten. Wir haben ja bald 2023, da will ich auch so richtig durchstarten. Aber auch nicht nur mit Vlogs. Oh, das ist ja rübsen hier. Nicht mit Vlogs, sondern auch mit unterschiedlichen Videos. Zum Beispiel Kochvideos will ich auch gerne mal machen. Essvideos mache ich ja schon. Und unterschiedliche. Seid aber auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall Samstag am Start. Diesen Samstag müsst ihr am Start sein, weil da wird eine krasse Video rauskommen, gedreht, also wird noch gedreht. Da wird so ein krasse Video kommen, Leute. Ihr müsst da einfach am Start sein.
Bei diesem Video geht es um Fußball. Eigentlich bin ich kein Fußballfan, ich hasse eigentlich Fußball auch, aber ein Freund und ich, also ein Freund von mir hat was krasse Tipp gegeben, was wir machen werden. Und Challenge ist es auch. Also ihr müsst auf jeden Fall am Samstag am Start sein, Leute. Am Samstag müsst ihr am Start sein. Da wird es krasse Video geben. Und ja, Leute, wir kommen mal zu meinem kürzlichen Privatleben und habe Freunde. Und zwar, ich habe viele Freunde, die mir, also ich habe jetzt 5, 6 Freunde oder auch keine Ahnung, wie viele ich gerade habe. Ich brauche auch nicht mehr. Mir reichen die schon. Mir reicht eigentlich schon 3 Freunde von mir. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Und zwar, ich wollte euch über einen Freund von mir mit euch sprechen. Das wird auch, wenn ihr mit YouTube anfängt, auch gut weiterhelfen. Und zwar, Leute, ich habe einen Freund, also einen Freund von mir, also ja, ein Freund von mir halt, ist auf mich eifersüchtig, weil ich mit YouTube durchgestartet habe. Zum Beispiel, der ist eifersüchtig, weil ich betige Musik angefangen habe und auf dem Kanal weitermache Videos. Weil der möchte, dass ich aufhöre mit YouTube. Keine Ahnung, Leute, wieso er eifersüchtig ist. Ich habe ihm sogar ehrlich und offen gesagt, fang doch auch an, statt eifersüchtig zu sein. Aber ja, der fängt nicht an. Wahrscheinlich wird er das Video auch anschauen. Ja, ich meine nicht genau dich, wenn du das anschaust. Ich meine genau dich. Ja, ich meine, ja, genau dich. Ja, Leute, der ist auf mich eifersüchtig, weil ich mit YouTube durchgestartet habe. Der kann auch gerne eifersüchtig sein, mich juckt das, interessiert das nicht. Ich habe den eh nie so gemacht, also der ist mir eh auf dem Sack gegangen dauernd. Und derjenige, der weiß bestimmt, mit wem ich hier gerade rede. Ja, ich meine dich, also wenn du das Video anschaust, kannst du weiter eifersüchtig sein, mich juckt das nicht. Zum Beispiel, Leute, ich sag ihm so ganz normal, ne, ich gehe mit so einem Freund raus, ich schreibe ihn über WhatsApp, hast du Lust mit mir Videos mit mir Videos zu machen mit einem Freund? Ihr kennt ja mittlerweile, mache ich mit denen öfters Video als normal, der nennt Jason. Ihr kennt Jason auf jeden Fall, Leute, checkt bei denen auch ab. Der Link von seinem Kanal ist der Link von seinem Kanal ist auf dem Blog verlinkt, den ich vor kurzem gemacht habe, könnt ihr auch checken. Aber ja, das ist nicht unser Thema. Ihr könnt gerne bei denen abchecken. Der hat auch genug Abonnenten geschafft. Dank mir. Ich habe ihm geholfen. Und ja. Aber jetzt ist unser Thema eigentlich nicht der. Unser Thema ist der andere Freund von mir. Der ist auf mich eifersüchtig, weil ich mit YouTube angefangen habe. Leute. Also, ich verstehe sein Problem nicht. Ich verstehe schon sein Problem. Sein Problem ist eigentlich, damit ich YouTube mache. Und mittlerweile auch Reichweite habe, also nicht viel Reichweite, aber Reichweite habe, auf jeden Fall mehr als ihn. Darum ist er eifersüchtig. Der macht auch kein YouTube, der macht, glaube ich, nur Instagram und TikTok. So, ja, ich glaube, ich habe genug Tipps gesagt. Wenn du das anschaust, wenn du nicht dumm bist, also ich meine den Typen, also ich meine den Freund von mir, wenn du nicht dumm bist, hast du schon gecheckt, wen ich meine. Also ich meine genau dich, hast wahrscheinlich schon gecheckt, kennst wahrscheinlich auch deine eigenen Probleme. Wenn du das auch nicht kennst, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, kannst gerne weiter eifersüchtig sein, mich interessiert ja nicht. Ich werde mit YouTube durchziehen, ich werde auch mit YouTube durchziehen, wenn ich auch nur Hates bekomme. Ich werde YouTube durchziehen, wenn mich jeder mobbt, ich werde mit YouTube durchziehen. Juckt mich nicht, was die anderen sagen. Ja, Leute, mein Deutsch ist jetzt nicht Hochdeutsch oder Deutsch 1a, sage ich mal. Aber ja, ich traue mich wenigstens vor Kamera zu gehen und zu reden und Videos zu drehen. Ich bin auch hier geboren, Leute. Ich habe auch deutsche Pass. Meine ganze Familie ist hier geboren. Meine ganze Familie kann Hochdeutsch, außer ich. Ich verstehe auch nicht, was der Problem genau bei mir liegt. Keine Ahnung, Leute, wo der Problem liegt. Ich glaube, weil ich auch im Kindergarten, in der Grundschule auch viel durchmachen musste. Vielleicht erzähle ich auch irgendwann mal über meinen Kindergarten, Grundschule,
Also in der Familie gab es kein Problem, aber nur in der Kindergarten, in der Grundschule. Aber ich sag schon mal jetzt, es gab Probleme mit den Lehrern, also nicht mit den Noten und so. Noten waren wie immer 1A bei mir. Ich bin auch kein Streber oder so, aber Noten waren bei mir halt immer sehr gut. Auch bei Deutsch. Ich verstehe auch nicht, wieso, Leute. Deutsch sprechen ist bei mir irgendwie am Kacken. Also Deutsch sprechen kann ich nicht so gut, aber ich bekomme irgendwie Deutschnoten. Trotzdem 2, 3, 4. Auch, okay, 1 hatte ich bis jetzt, glaube ich, nur einmal bei Deutsch. Aber ich verstehe auch nicht das Problem, was der Problem bei mir genau ist. Aber eigentlich ist meine Noten bei Deutsch und so alles gut. Also, ja. Ja, Leute. Kommen wieder zu den eifersüchtigen Freund, unserem Thema. Ja, Leute, der ist einfach, was soll ich dazu sagen, halt, der hat's wahrscheinlich verstanden, mein Deutsch, ich habe gerade vergessen zu sprechen. Jetzt, Leute, halt, ich weiß nicht, was sein Problem, also ich weiß schon sein Problem, ich habe ja sein Problem schon nochmal gesagt, aber ich glaube, wir vergessen den einfach. Ich glaube, wenn er nicht dumm ist, hat er schon gecheckt, wen ich meine. Ja, ich meine dich genau, wenn du es gecheckt hast. Wenn du es nicht gecheckt hast, dann kann ich auch nichts dafür, weil ich werde keinen Namen benutzen. Vielleicht werde ich irgendwann Namen benutzen, wenn wir mal einen großen Streit anfangen. Ich glaube, das wird auch irgendwann dazu führen, wenn es so weitergeht, zu einem großen Streit. Ich werde den Streit auch nicht online ziehen, aber ich glaube, ich werde schon ein kurzes Video über den Streit machen, wenn es irgendwann mal kommen würde, sollte. Ich werde es halt kurz bisschen online ziehen, weil ich möchte euch auch teilen, weil Biran66 ist ja so ein Kanal, wo ich euch mein Leben teile und darum gehört auch mein Leben, Streit und so alles dazu. Ist persönlich, habe ich jetzt noch nie mit jemandem geboxt oder so. Ich interessiere mich an sowas auch nicht, weil in meinen Augen sind das wie die Boxen kindisch, die einfach den Streit nicht, halt den Streit halt nicht Auge zu Auge klären können. Also nur mit Sprechen, ohne Schlägerei. Ich habe meine Probleme, meinen Streit immer durch Sprechen geklärt. Da bin ich auch stolz, weil ich bin auch kein Möchtegang-Gangster oder so, der mit Fake-Gucci-Taschen hier auf krass tut in irgendwelchen Nürnberger Stadt oder so, Digga. Also wenn ihr auch so eine jemand seid von denen, sieht das nicht als Beleidigung, aber ich mag solche Leute halt nicht, die Fake-Sachen tragen und danach auf krass tun. Ich bin euch ehrlich, ich trage mittlerweile zum Glück kein Fake-Sachen, also ich trage halt ganz normale Anzüge an. Ich trage halt Anzug an, Leute, ich trage jetzt kein Jogginghose und so. Ja, ich habe Jogginghose und so, aber halt jetzt nicht Fake von Gucci oder so. Weil Gucci haben ja auch Anzüge, also kein Anzug, sondern Jogginghose und so. Ja, weil ich sehe das so, wenn ich das Geld habe, würde ich Gucci kaufen. Also ich kann auch mittlerweile echtes Gucci kaufen, ich will jetzt nicht flexen, ne? Aber mein Vater verdient, also ich will jetzt auch nicht, damit auch nicht flexen, aber mein Vater verdient einfach sehr gut. Damit könnte ich schon ein Gucci Bauchtasche und so kaufen, echte kaufen, aber ich will nicht von meinem Vater alles kaufen lassen. Also ich will meinem Vater nicht alles kaufen, ich will es selber kaufen. Ich habe auch mittlerweile meine Sachen selber gekauft, dafür bin ich stolz. Weil ich versuche im Leben selbstständiger zu werden ohne Eltern. Also meine Eltern sollen halt mich finanzieren die auch sehr gut, dafür bin ich auch stolz. Also dafür bin ich sehr stolz, dass sie mich finanzieren auch. Aber ich versuche mein Leben in den Selbstständigen zu vertreiben. Also mit Selbstständigen bin ich auch selbstständig. In der Zukunft werde ich auch eigene Firma und so aufmachen, Leute. Das werdet ihr auch alle in diesem Kanal sehen, wie ich meine Laden oder Firma eröffne und so alles. Werdet ihr im Video sehen. Ihr werdet wahrscheinlich eh jetzt auslachen, du und Firma gründen. Ja, ja. Kann man auch nicht glauben und so. Werdet ihr 100% sagen. Aber ich glaube an mich selber. Und ja.
Weil ich finde, für 2000 Euro mittlerweile, für 2000 Euro Nettoverdienst lohnt sich einfach nicht mehr, weil mit 2000 Euro kannst du dir gar nichts leisten. Also ich gründe lieber meine Firma, mache mich selbstständig und ich mag es, Chef zu sein. Ich mag einfach ein eigenes Laden, Firma zu besitzen, wo ich selber entscheide, wie meine Mitarbeiter arbeiten, wie die verdienen sollen, wie die machen sollen, wie ich mein Unternehmen größer und größer machen würde. Das interessiert mich auch, das macht auch mir Spaß, sowas zu machen. Also ja, ich werde auch immer selbstständig im Leben sein. Ich weiß, ich werde mein Schule, also Schule ziehe ich gerade durch, ja. Machen auch wahrscheinlich viele von euch gerade. Und dann würde ich wahrscheinlich 3-jährige Ausbildung anfangen. Ich würde euch eh immer mitnehmen bei der Ausbildung und so. 3-jährige Ausbildung würde ich anfangen und nach Ausbildung würde ich ein bisschen arbeiten, sage ich mal so, 1, 2 Jahre und danach würde ich mich schon selbstständig machen. Aber das werdet ihr alle schon auf diesem Kanal erleben, miterleben, mitmachen und ja. Ja, Leute, wenn ihr mich feiert oder wenn ihr nicht feiert, keine Ahnung, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und das Video liken und das Video mit euren Freunden teilen und gerne einen netten Kommentar da lassen oder einen Hate-Kommentar. Umso mehr Kommentare, umso mehr wird mein Video vorgeschlagen. Also dafür bin ich mehr stolz. Ja, Leute, das Video ist jetzt lange geworden, 21 Minuten lang. Das ist echt schmackhaft geworden. Ich glaube, ich beende das Video hier. Vielleicht kommt auch bald noch ein Sprechvideo. Keine Ahnung, Leute. Checkt auf jeden Fall meine anderen Videos ab. Checkt auf jeden Fall bei Jason und bei Gabriel ab. Die Verlinkung von denen sind bei meinen Blogs verteilt. Also ganz unten bei meinen Blogs mit Gabriel könnt ihr seinen Kanal gehen und bei Jason Blogs, die sind mittlerweile frisch neu, könnt ihr auch abchecken. Also checkt die dann auch gerne ab. Ich glaube, Gabriel heißt auf YouTube Grengo14 und Jason heißt irgendwas mit Vampir-Daring oder so. Ja, könnt bei denen auch gerne abchecken. Checkt auf jeden Fall mein Instagram ab. Da seid ihr auf jeden Fall aktiv am Start auch. Und meinen TikTok-Kanal können wir auch abchecken. Da heiße ich eigentlich genauso wie hier. Virant mit 2 Ts und Abstand, glaube ich, 66 oder Unterstrich 66. Weiß nicht. Könnt ihr ausprobieren beides bei TikTok. Und Instagram habe ich ja wie immer unter meinem Video verlinkt. Könnt ihr auch abchecken. Vielleicht verlinke ich auch meinen TikTok-Kanal, weiß ich gerade nicht. Ich bin auch mittlerweile sehr erkältet, Leute. Habt es auch wahrscheinlich gemerkt. Aber mittlerweile geht es mir auch wieder gut. Ich war wirklich am Arsch, sage ich mal, vor ein paar Tagen. Ich konnte sogar nicht mal vom Bett aufstehen. Aber jetzt mittlerweile funktioniert wieder mein Gehirn, meine Nasen, meine Augen, mein Mund, meine Ohren. Funktioniert alles wieder. Dafür bin ich stolz auf jeden Fall, dass ich wieder hier am Video drehen bin und gesund bin. Jetzt sage ich mal, oh, ich glaube, es war's mit dem Video, Leute. Wir sehen uns. Irgendwann, irgendein Tag. Wahrscheinlich werden wir eh morgen uns bei einem neuen Vlog sehen, aber egal. So Leute, ich glaube, ich beende das Video hier einfach mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt das Video gerne mit euren Freunden. Ich sag mal, Leute, wir sehen uns irgendwann bei einem neuen Vlog oder bei einem neuen Sprechvideo oder bei einem neuen Challenge, was auch immer. Oder bei einem neuen Essvideo, weiß selber nicht gerade was morgen für ein Video kommen wird, aber hochwahrscheinlich wird morgen ein Vlog kommen. Ich bin mir nicht sicher, mit wem ich den Vlog machen würde. Würde ich mit Jason oder mit Gabriel machen oder mit beiden machen? Ich weiß nicht. Ja, Leute, checkt auf jeden Fall also Gabriel, Jason ab bei YouTube. Checkt mich ab. Checkt meinen zweiten Kanal ab, BTG Musik. Alles wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Und ich glaube, ich beende das Video jetzt endlich mal hier. Ciao, ciao, Leute, passt auf euch auf, abonniert gerne meinen Kanal und ciao, wir sehen uns dann bei einem neuen Video. Tschüss, tschüss.